damit willkommen zurück zu einem neuen Part hier von Until Dawn. Ja, die anderen kommen mit der Seilbahn an. Dann wollen wir sie doch gleich mal empfangen, oder? Herzlich, wie sich das gehört. Was war das denn? Oh. Jess, hey! Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Wir wissen auf jeden Fall, wie man sich Freunde macht. Naja, lassen wir sie mal raus. Sind wir mal nicht so. Daran soll es nicht scheitern. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, ihr Chris. Hey, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Mhm. Hey, Chris. Ich tue nur, was Sam mir gezeigt hat. Die privaten Gedanken anderer Leute sind mein persönlicher Spielplatz. Sei nicht so ein Arsch. Meine Güte. Man weiß, wie man sich Freunde macht. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Ja, erklären. Ich bin mit Mike zusammen oder beharren. Das gibt das Zeug. Ja, wenn wir mit ihm zusammen sind, was gibt's da zu verstecken, ne? Ich bin mit Mike zusammen. Mike und Em sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow. Wo ist das Problem? Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. Em ist raus, ich bin drin. Ah. Okay, wenn man das so sehen möchte. Trotzdem unhöflich. Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ach, ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Irgendjemand, hoffentlich Sam. Mike. Oh, hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Schick aus, ja. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Da sagt sie was, das macht man... Ja, hätten die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Eben nicht. Emily, Mikes Ex. Sie ist einfallsreich, überzeugend, intelligent. Okay. Dann wäre es nicht mehr so malerisch. Und das ist Matt, Emilys neuer Freund. Motiviert, ehrgeizig und sportlich. Und ja, manchmal sollte man sich wirklich die Zeit nehmen und einfach mal innehalten. Und dann läuft im Alltag scheinbar doch an so vielen schönen Sachen, wo man meistens keine Zeit für hat, einfach so vorbei. Muss man sich manchmal ein bisschen Zeit für nehmen. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Der ist hier. Das bin ich. Aber okay. Danke. Ich trage gerne deine Koffer. Vor allem, wenn du mich danach anschnauzt. Gut, hier ist nichts. Zumindest nichts, das ich sehen könnte. Gänsehaut. Wir sind fast da. Ich meine, ist ja kein Problem. Ich krieg langsam Angst. Oh. Angst? Ja. Das wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Warte. Ist das nicht die Stelle, wo die Geschwister damals abgehauen sind? Also langgerannt sind und das Handy hier irgendwie in den Schlitz gefallen ist? Oder bilde ich mir das ein? Aber ich sehe hier auch nichts leuchten. Von daher. Vielleicht war es eine andere Stelle. Nein. Was glaubst du? Scheiße! Das ist Mike, Emilys Ex. Intelligent, engagiert, überzeugend und er liebt Jumpscares. Okay. Zu geil! Michael! Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte ja fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Hättest du mal besser gemacht. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier ja, im lustig. Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lass uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Bedrohen, hau ab, Mike. Begrüßen. Wir sind alle Freunde. Ja, also gleich auf den Kriegsfuß mit Bedrohen sollten wir jetzt nicht gehen. Ob sein Scherz jetzt angebracht war oder nicht, lassen wir davon mal außen weg. Wir sind gerade in einer etwas komischen Situation. Seine Ex, meine neue Freundin im Prinzip,
Von daher begrüßen wir einfach mal. Michael, ich spreche es jetzt einfach an, ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das. Lass uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Matt. Verstanden. Ich seh's ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. Nein. Ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Er kann auch ernsthaft sein. Okay. Bis dann. Oh Mann. Er ist ganz schön stark von sich überzeugt. Oh Mist. Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Mhm. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann ich warten. Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Beharren, ich lasse dich nicht alleine. Ja, da ist irgendwie auch was dran. Das sieht, gerade wenn hier schon welche verschwunden sind vorne, ja. Gut, das war ein bisschen was anderes. Aber es ist ein bisschen gefährlich, aber gut. Hier sind ja genug von uns, die hier überall rumlaufen. Und wenn sie das unbedingt haben will, wenn man es unbedingt jetzt besprechen muss, dann okay. Trage ich alles und gehe alleine den Weg. Okay, gut. Aber pass auf. Wenn es so wichtig ist, dann spiele ich Packesel für den Rest des Wegs. Aber du schuldest mir was. Entschuldigung. Na, dann sind wir eben quitt. Ich überleg's mir. Sei aber vorsichtig. Wir sehen uns oben, Schätzchen. Dank dir. Ich könnte es ja nachvollziehen, wenn sie das so ein bisschen scherzhaft sagen würde, ja? Aber so wie sie das halt raushaut in dieser Tonlage und so wirklich bitter ernst gemeint, ist es halt ganz schön verletzend. Und hier haben wir Ashley. Ist verknallt in Chris. Oh, also nicht nur er in sie, sondern auch andersrum. Fleißig. Offen und neugierig. Oh, die beiden sind also ineinander verknallt, aber scheinbar wissen sie nichts von dem jeweils anderen. Die klassische Story. Oh, wir können uns ein bisschen umsehen. Schauen wir mal, was wir so finden. Da unten ist doch jemand. Da ist die, ja, da ist Dings. Ach man, da warten sie auf der Lodge und das wow, geht, ja. Hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Und sie wollte das zu Sam und nicht zu Mike. Okay. Geht ganz schön. Naja, diskutiert man, wenn man so nah. Oh Gott! Hey, wow. Tut mir leid, Ash. Ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, ja, also, Matt? Ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Mann! Ist okay. Schon gut. Ja, da einen aber auch kalt erwischt, ja. Irgendwas Spannendes zu sehen. Lass mich mal ran. Ermutigen, siehst dir an, täuschen, es ist kaputt. Ja. Im Prinzip passiert da ja jetzt nichts Schlimmes, ne? Die unterhalten sich, aber man muss jetzt nicht zwingend vom Schlimmsten ausgehen. Klar, sie unterhalten sich sehr nah körperlich, kann man mal sagen, aber was er daraus interpretiert, warum sollte ich ihn anlügen? Siehst du an? Also ermutigen würde ich jetzt nicht zwingend, aber ja, wenn du willst, ziehst du rein. Wenn er will, ja. Kann er schauen, er muss es ja nicht zwingend sehen. Verdammte Scheiße! Ah, okay. Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Die beiden müssen sich jetzt ja nicht hassen. Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei M? Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt! Mike, nur weil sie sich umarmen, heißt das nicht, dass er mehr läuft. Entspann dich. Sie ist mit dir zusammen.
Also sollte sie dich eigentlich nicht betrügen. Jessica, natürlich. Sie wartet noch auf der Seite der Seilbahn. Das Handy schauen, Buch lesen. Wie würde ich denn echt reagieren? Ich würde aufs Handy schauen. Ich hätte wahrscheinlich nicht mal ein Buch dabei. Oh. Oh. Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Gut, dass da ein Schneeball liegt. Zur Bank laufen, Schneeball nehmen. Er hat einen in der Hand, ne? Dann zur Bank laufen. Oh, nicht schlecht. Den ersten Ball ausweichen. Nicht schlecht. Ja, Quicktime-Events. Mist. Genau. Da musst du dich schon mehr anstrengen. Tja, eine Schneeballschlacht gewinnt man nicht so einfach gegen uns. Wo versteckst du dich, kleines Vögelchen? Zack! Oh, Treffer! Hey! Oh, oh. So, habe ich die Quicktime-Events auf der PS4 noch drauf? Wir werden es herausfinden. Hallo! So. Komm schon! Ich treffe dich! Okay, jetzt hast du mich. Schon. Tja, von wegen, Frauen können nicht werfen, was? Immer diese Klischees. Toll, manchmal ist es besser, einfach du nichts zu tun. Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenne all deine Tricks. Warum sollte ich den Vogel abwerfen? Aber das ist jetzt halt das Beispiel dafür, ne? Man kann also sich auch für nichts entscheiden. Aber du kriegst sie voll ins Gesicht. Du bist nicht so süß wie der Vogel. Ich finde dich, Jess. Und dann was? Wow. Es reicht. Oh, wow, ja. Nichts da. Jetzt bist du dran. Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest irgendwie du, wenn schon, so oder? Wäre. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Ihn küssen? Schneeball. Mmh. Das ist die perfekte Chance, oder? Küssen können wir ihn immer, oder? Schneeball in die Fresse! Ah! So einfach kriegst du uns nicht. Okay. Okay, jetzt bist du dran. Womit bin ich dran? Tja, da fällt mir mindestens eine Sache ein. Ja? Aber du musst noch warten. Bis später. Hm. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja, auch wenn es hier echt schön ist. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange. Vorausgesetzt, ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Das glaube ich auch. Dann warte doch lieber. Man muss es ja... Es muss ja nicht unbedingt hier sein. Zumindest bei den Temperaturen sieht das nicht so verlockend aus. Wer kam da jetzt noch an? Oh, wir sind wieder beim Doktor... Da sind wir wieder. Unseres Vertrauens. Und wie fühlen wir uns jetzt? Ich finde, dass wir gut vorangekommen sind in der letzten Sitzung. Ach ja? Aber ich Meinst bin du? Beunruhigt über die Situation. Warum? Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Was ist das denn? Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Verängstigt? Frauen machen mich nervös, Männer machen mich nervös. Also das eigene Geschlecht macht mich jetzt nicht nervös. Wenn, dann schaffen das eher Frauen. Umblättern. Bitte. Flugzeuge machen mir Angst. Gedränge macht mir Angst. Puh. Eigentlich jetzt keins von beiden. Flugzeuge. Was soll mir da großartig Angst machen? Wenn ich da drin sitze, habe ich eh keine Kontrolle mehr. Viel machen kann ich dann eh nicht.
Gedränge. Höchstens, dass mir irgendjemand in der Menschenmasse irgendwas klaut oder so, das Portemonnaie oder so. Nehme ich eher das Gedränge. Umblättern. Ich fürchte mich vor Höhe, ich fürchte mich vorm Ertrinken. Okay, das ist relativ klar. Klar, Höhe macht einem Angst, aber macht mir es geht. Höhe macht mir, wenn es wirklich krass hoch ist, dann, und wenn so an der Kante jetzt steht, wieder auf dem Bild, klar, da kriegt da wahrscheinlich jeder Respekt, aber wirklich Höhe Angst machen tut's mir jetzt nicht. Da fürchte ich mich lieber vorm Ertrinken. Ich kann mir kaum was Schlimmeres vorstellen, als nach Luft ringen zu müssen und einfach wirklich keine Luft zu bekommen. Egal, wie sehr du dich anstrengst. Und dann atmest du Wasser ein. Also, glaube ich, ist Ertrinken ein bisschen schlimmer. Nur Verbrennen ist, glaube ich, noch schlimmer. Verbrennen soll ja wirklich der schmerzhafteste Tod sein, den man erleiden kann. Also lebendig verbrennen, ne? Ja, das wünscht man niemanden, nicht mal seinen ärgsten Feind. Ratten machen mir Angst, Schlangen machen mir Angst. Gut, eine Ratte macht mir jetzt keine Angst, eine Schlange eigentlich auch nicht. Wenn dann, okay, ein bisschen mehr würde ich behaupten als eine Ratte, weil einfach eine Schlange gefährlich sein kann. Die kann dich attackieren und wenn du Pech hast, vergiften. Oder wenn es dumm läuft, erwürgen. Eine Ratte kann dir eigentlich nichts antun. Also entscheide ich mich für die Schlange. Einfach weil sie das gefährlichere Tier von beiden ist. Du notierst fleißig, danke. Waffen sind beängstigend, Messer sind beängstigend. Ich glaube, mit einer Schusswaffe hat man doch ein bisschen mehr Respekt vor, als vor einem Messer. Ich meine, mit einer Schusswaffe, klar, sie muss nicht geladen sein. Zwingend, aber du hast halt einfach mehr Respekt, weil du auf größere Reichweite und mit einem ganz einfachen Hebeldruck schon töten kannst. Mit einem Messer muss derjenige erstmal auf dich hinzulaufen. Gut, er könnte es auch werfen, aber naja. Vor allem Messer benutzt man auch ja eher tagtäglich in der Küche oder weiß Gott wo. Eine Waffe ist dann schon eher beängstigend. So, Kakerlaken machen mir Angst, Schlangen machen mir Angst. Kakerlaken machen mir keine Angst, Kakerlaken sind höchstens ekelhaft. Da bleibe ich wieder beim gefährlicheren Tier und zwar bei der Schlange. Auch wenn ich jetzt nicht hoffe, dass er jetzt großartig viele Schlangen ins Spiel einbaut, weil er das so rauskristallisiert. Okay, er wird es einbauen. So wie er schreibt. Was haben wir jetzt? Clowns machen mir Angst, Vogelscheuchen machen mir Angst. Ja, Clowns machen mir Angst. Da muss ich jetzt irgendwie an den Film S denken und Pennywise, aber wirklich Angst? Gut, der Clown, wie er jetzt da abgebildet ist, ist jetzt auch nicht gerade der freundlichste. So, wie er erscheint, aber irgendwie, weißt du, bei einem Clown steckt ein Mensch dahinter. Bei einer Vogelscheuche, wenn die sich jetzt beispielsweise bewegen würde oder sowas, da weißt du jetzt nicht, wie es dazu kam. Deswegen würde ich eher behaupten, eine Vogelscheuche, allein weil sie nicht menschlich ist, kann einen durchaus mehr Angst machen als ein Clown. Blut ekelt mich an, Krähen sind beängstigend. Ja, klar, das sind aber mehr in der Reihe auch noch auf dem Bild. Was ist das, ein Herz? Ich will es gar nicht ganz genau wissen. Blut ekelt mich an, Krähen sind beängstigend. Klar, Krähen sind eigentlich Teil jedes guten Horrorfilms, genauso wie Blut, aber wirklich beängstigend sind Krähen jetzt eher weniger. Blut ekelt mich an. Gut. Kommt halt immer auf die Situation drauf an. Wirklich anekeln. Es geht, also eigentlich nicht. Da würde ich eher sagen, es sind Krähen beängstigend, um allein Stimmung zu machen.
Blut an sich kann einem ja nichts tun. Ha. Wow. Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Nett von dir, dass du dich entschuldigst. Sei nicht nervös. Was ist verkehrt bei dir? Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Okay. Schlangen machen mir Angst, Spinnen sind gruselig. Also bei der Spinne, wo da abgebildet ist, hätte ich mehr Angst vor als von einer Schlange. Wobei man wieder ist, ja, von Angst reden. Eher Ekel. Es ist halt einfach Ekel. Spinnen sind gruselig. Sagen wir es so. Ich habe Angst vor Nadeln. Krähen sind beängstigend. Angst vor Nadeln? Pff, eigentlich nicht. Dann bleibe ich bei den Krähen. So schlimm ist jetzt so dieser kleine Pieksen auch nicht. Kommt halt immer eher drauf an, was du gespritzt bekommst. Zombies machen mir Angst. Vogelscheuchen machen mir Angst. Also ich glaube, wenn ich wirklich die Wahl hätte, dann würde ich eher sagen Zombies, weil wenn du Pech hast, ist es noch jemand, der aus deiner Familie stammt, den du dann eventuell ausweichen musst oder ja, untot machen. Noch mehr, noch töter machen. Ihr wisst, was ich meine. Besiegen musst. Sagen wir es so. Es gibt ja keine Steigerung von Tod. Krähen sind beängstigend. Ich habe Angst vor Wölfen. Wölfe an sich greifen ja eigentlich eher selten an. Beziehungsweise hauen sie eher ab. Aber der Wolf, wie er da steht, macht mir eindeutig mehr Angst als die Krähe da. Allein weil er mir gefährlich werden kann. So. Stürme machen mir Angst. Nein, ich liebe Unwetter. Ich habe Angst vor Wölfen. Es gibt nichts Schöneres, als wenn es wirklich regnet und donnert. Das ist sehr und interessant. So stürmt. Da könnte man fast am Fenster sitzen, das Kino. So gründlich. Mach ich doch gerne. Spinnen, Zombies und Wölfe. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Ja. Wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Muss nicht sein, es kann auch die letzte Stunde gewesen sein. Aber okay. Und nicht nur seine Zeit ist um, sondern auch unsere Zeit ist um. Also sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Until Dawn. Nicht verpassen.